Während der ersten drei Septemberwochen beschäftigen sich die Schüler der Kleinschule Planken vom Kindergarten bis zur fünften Klasse mit einem künstlerischen Projekt. Sie bemalen eine Betonwand am Schulhaus und legen auf eine andere Betonwand ein selbst entworfenes Mosaik. Entstanden ist die Idee im Schuljahr 2009-2010 bei einer Schulleitersitzung. Die Schule wandte sich an die Lichtensteiner Kunstschule und konnte dort mit Judith Näscher eine optimale Projektpartnerin gewinnen. Eine Ente mit Jungen und die Papa dazu. Du machst, ich mach den Papa, okay? Das kann ich gut. Und ich mach das Baby. Ich mach den Papa, darf ich? Und du machst Mama. Der Papa ist so schwer zu machen. Hey, Tobias, ich hab das. Mach doch einfach. Schau, und das könnt ihr noch einmal malen, bitte. Was ist das hässlich? Ja, es wird jetzt schön, wenn du auch malst. Die grösste Herausforderung ist der Regen, der immer wieder kommt, leider. Ansonsten ist es nicht schwierig. Ich bin mir gewöhnt, mit Kindern zu arbeiten, ich bin mir gewöhnt, mit Projekten zu arbeiten, grosse Sachen zu malen. Wichtig ist einfach, den Überblick zu behalten, oder? Nicht nur bei den großen und kleinen Künstlern, sondern auch bei den Betrachtern löst das Werk Freude aus. Besonders gefallen hat mir an dieser Wand eigentlich die Vielseitigkeit. Also sie gestaltet ist sie sehr erlebnisreich, mit verschiedenen Lebensbereichen, was so eine Aufgabe war oder eine Aufforderung an Judith Näscher, dass sie diesen Bereich auf der Wand umsetzen. Ich habe Blumen gemalt und ich habe ein paar Bäume gemalt und ein paar Tiere. Mir macht Spaß, den Wald zu malen. Ich finde schön, dass es Bild drin hat. Was ist eigentlich Kunst? Judith Näscher findet die alte Frage nach der Definition müßig. Doch sicher ist sie sich, dass dieses Werk gute Kunst ist. Warum? Dies kann sie einfach erklären. In all meiner Tätigkeit vom Unterrichten, wenn ich Kinder oder Erwachsene begleite, ist mir immer wichtig, dass Kinder und die Erwachsenen das machen, was sie finden, was sie können, was ihre Begabung ist, was ihr Talent ist. Und dann ist es immer gut. Wichtig ist, dass man es nie vorgefertigt macht oder ausmalt oder malt wie der Nachbar, sondern in dem Moment, wo man es aus sich heraus macht, ist es immer etwas mit Potenzial, ist es immer etwas mit extremer Kraft. Und das spürt man da bei dem, dass Motivation der Kind da wirklich sichtbar ist in dem Bild drinnen.